Spiel so ein bisschen ein Symbol für die ganze Saison, dass er einfach die Scheiße an den Hacken hat? Ja, was heißt an den Hacken? Wir haben überall die Scheiße im Moment, weil der Kader ist so dünn. Seit Anfang der Saison sind wir schon mit dem Kader unterwegs, fast immer wieder. Und zwei Top-Leute fehlen wieder. Kannst niemanden Vorwurf machen. Wir rennen, wir machen und tun, aber wir sehen manchmal selber scheiße aus, aber wir können einfach nicht mehr. Ich könnte heulen irgendwann. Es ist frustrierend, gerade gegen so eine Mannschaft musst du gewinnen zu Hause, aber dann kommst du gut zurück und dann passiert ein Fehler, der darf niemals passieren, aber der passiert einfach, weil die Jungs einfach platt sind. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es ist einfach nicht mehr drin, glaube ich, momentan. Nein, also wir versuchen Vollgas zu geben. Wir kommen ja auch immer zurück. Also wir haben ja Herz, wir kämpfen, wir geben alles. Aber es, ja. Am Ende reicht es dann halt leider nicht. Wird sich ja absehbar wahrscheinlich nicht wesentlich ändern, die Situation. Was heißt das für den Rest der Saison? Ja, wir können halt nur hoffen, dass die Verletzten schnell wiederkommen. Besonders halt ja auch Schubi und Brett. Das war sehr wichtige Spieler für uns. Ja, und das kommt halt auch noch dazu. Dann hast du Schubi weg, spielst mit einem Ausländer fast das ganze Jahr durch, weil einer war ja immer verletzt von den beiden. Und das sind ja auch die Schlüsselpositionen in der Liga. Also, ja. Und ja, wir machen alles, wir trainieren nur noch kurz, regenerativ alles, aber wenn du auf dem Zahnfleisch läufst, wird ja nicht besser. Wie schwer bleibt es, klar im Kopf zu bleiben und sich nicht vom Frust überwältigen zu lassen? Ja, ich denke, da sind wir eigentlich immer nur am Spiel, sehr frustriert und so. Das haben wir ganz gut im Griff auch. Herbie macht da auch einen guten Job, dass wir da gewisse Lockerheit trotzdem noch reinkriegen, dass wir nicht verkrampfen. Ich denke mal, das sieht man ja auch, weil wir wirklich gut gegen Essen waren wir jetzt nicht so gut drauf, aber sonst haben wir ja wirklich uns nie wirklich abschlachten lassen, sonst immer zurückgekommen, auch gegen Tilburg zu Hause. Ja, und jetzt ja, einfach nur hoffen, dass jetzt die Verletzten wiederkommen. Danke.